Die Spieltagsziffer, sie wird immer höher. Bei 39 sind wir jetzt angekommen. Spieltag 39, also in der Regionalliga Südwest. Freitagabend, das Flutlicht ist an, Heimspiel an der Kaiserlinde. Zu Gast ist die TSG Balingen. Wieder ein Balingen, diesmal ohne Haar, aber aus demselben Bundesland. Auch aus Bavü sind die Gäste angereist, haben mal Sonne mitgebracht, mal etwas Regen, mal starken Regen in die Ursulfarm Arena. Und was haben wir noch dabei gehabt? Einen Rekord von Lukas Kohler. Der hat nämlich heute sein 200. Spiel im Trikot der SVE absolviert. Das Ganze am Schluss gepaart mit einem 3-Punkte-Erfolg an der Kaiserlinde. 1:0 siegt das Team von Horst Steffen in der Woche vor dem Pokalkracher hier nochmal in der Ursulfarm Arena gegen den FC Saarbrücken. Wir haben uns nach dem Spiel natürlich nochmal unterhalten. Till Hust hat mit unserem Trainer, mit Horst Steffen gesprochen, hat mit unserem Fast-Rekordspieler Lukas Kohler gesprochen, der in der ewigen SVE-Rekordspielerliste jetzt auf Platz 2 steht. Mit 200 Spielen und mit Eros Dazai, mit unserer Nummer 21. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge TV11 Nachschuss. Ja, wir haben einen flexiblen Trainer vor uns stehen. Das gilt wahrscheinlich auch für deine Mannschaft, was die Siegesserie betrifft. Mittlerweile Sieg Nummer 9 eingefahren mit dem 1:0 gegen die TSG Balingen. Ja, der Rekord wird immer mehr ausgebaut, oder? Ja, wir freuen uns über 9 Siege hintereinander. Das haben uns erarbeitet. Die Jungs investieren regelmäßig sehr viel dafür. Auch heute war es nach einer ersten Halbzeit, wo wir doch dominant und klar besser waren, mit vielen Möglichkeiten, die wir nicht konsequent im Tor untergebracht haben, war es dann zweite Halbzeit einfach viel Arbeit und viel Verteidigen, ohne die klaren Chancen für uns noch gehabt zu haben. Und ja, dementsprechend freue ich mich darüber, dass die Siegesserie weitergegangen ist und die Mannschaft sich vorbereitet hat auf ein Pokalendspiel. Wir wollten das so haben, dass wir mit einem Sieg einfach auch ins Pokalendspiel gehen, dass wir das Gefühl haben, wir haben unseren Lauf auch fortgesetzt und gehen mit breiter Brust ins Pokalendspiel. Wie hast du das Spiel heute insgesamt erlebt? Balingen hat ja unter der Woche im Pokal in Baden-Württemberg gegen die Stuttgarter Kickers gespielt, dort 2-1 gewonnen. Heute hier ein teilweise enges Spiel, aber deine Mannschaft hat es insgesamt doch dominiert und auch höchst verdient gewonnen, oder? Ja, wir hatten viel Ballbesitz. Der Gegner hat sich natürlich sehr weit zurückgezogen und viel auf Konter gesetzt. Wir wussten, dass sie da schnell umschalten und auch sehr gefährlich sind. Und da hatten wir auch die eine Chance in der ersten Halbzeit zu überstehen, wo Frank dann klasse hält. Das war klar. Wir hatten so viele Möglichkeiten, dann erste Halbzeit, um noch mehr als 1-0 zu spielen und in die Halbzeit zu gehen. Und das war dann ein bisschen ärgerlich, und dann, wenn du eine Eintor führst, dann kann der Gegner immer wieder was machen, und so haben sie zum Schluss noch einen Freistoß, der dann neben das Tor geht, aber der immer mal auch Richtung Tor gehen kann. Überwiegend hat die Mannschaft dann gut verteidigt, aber nicht mehr ganz so klare Chancen gehabt. Wir hatten, glaube ich, 5 Schusschancen ab dem 16er und die landeten alle mitten auf dem Tor. Deshalb konnte der Torwart auch gut abwehren. Ein 2-0 hätte uns sicherlich gut getan. Jetzt geht's ins Saarland-Pokalfinale. Wir freuen uns alle sehr. Unter der Woche war das wirklich ein extrem spannendes Halbfinale. Du hast es bestimmt auch daheim am Fernseher verfolgt. Wie hast du dieses Spiel in Homburg erlebt und wie blickst du jetzt voraus auf das Finale gegen den FCS? Ja, es ging dort hin und her. Es hätte in beide Richtungen ausgehen können. Und natürlich ist ein Elfmeterschießen dann irgendwann auch ein bisschen Glückssache. Und das Glück hatte dann Saarbrücken auf ihrer Seite. Wir freuen uns auf ein Endspiel, wollen wieder in den Pokal einziehen, in den DFB-Pokal einziehen. Das haben wir vergangene Saison geschafft und ein tolles Spiel gegen St. Pauli auch gehabt. Dafür arbeiten wir nächste Woche richtig gut und bereiten uns auf ein tolles Derby auch vor und mit einem guten Ausgang in unsere Richtung. Ich glaube, das wird ein tolles Highlight. Wir freuen uns. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Lucky, 39. Spieltag, 1:0 Sieg im Abendspiel gegen die TSG Balingen. Wie hat sich denn dieser historische Abend für dich angefühlt, dein 200. Spiel für die SVE? Ja, es ist erstmal schön, dass wir gewonnen haben. Ich denke, wir haben das Spiel dominiert, haben kaum was zugelassen, haben es verpasst, vielleicht einen Sack zuzumachen früher. Für mich war es natürlich ein besonderes Spiel. 200 Spiele für einen Verein ist, denke ich, nicht alltäglich. Bin ich stolz drauf, freue mich drüber, und dass wir gewonnen haben, das rundet das Ganze ab. 200 Spiele, viele Jahre SVE-Trikot. Was hast du in diesen Jahren hier im Verein erlebt oder mitgenommen? Ja, überwiegend Schönes. Natürlich auch ein paar tragische Momente mit den 2 Relegationsspielen, die wir verloren haben. Ja, aber überwiegend Schönes. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt hier. Das war was ganz Besonderes und das ist einfach schön gewesen. Jetzt habt ihr nächste Woche das Saarland-Pokalspiel gegen Saarbrücken vor der Brust. Das ist dann dein 201. Spiel. Wie fühlt sich das an?
Ja, erstmal muss ich auf dem Platz stehen, damit es das wird. Aber ja, das ist nochmal ein Finale. Ich denke, dass jeder heiß drauf, dass wir es gewinnen. Geht um die Quali für den DFB-Pokal. Das darf man auch nicht, natürlich nicht vergessen. Gegen Saarbrücken immer ein besonderes Spiel. Ja, aber ich denke, wir haben eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich denke, wir sind heiß drauf und bin sehr, sehr guter Dinge. Wie schätzt du den Gegner ein? Hast du das Halbfinale verfolgt? Ja, ist beeindruckend, was Saarbrücken für eine Saison erstmal gespielt hat in der dritten Liga als Aufsteiger. Pokalfinale war jetzt vielleicht nicht ihr bestes Spiel, aber die werden genauso heiß sein wie wir, das Spiel zu gewinnen. Und ja, Saarbrücken hat eine super Mannschaft, aber wir werden alles reinhauen, was wir können. Und ich denke, wir sind noch nicht chancenlos. In der Liga war es Sieg Nummer 9, jetzt kommen noch Spiele gegen Steinbach, gegen Freiburg und dann auswärts in Alzenau. Wie schätzt du diesen Schlussspurt ein? Es sind jetzt nicht die einfachsten Gegner, die noch kommen, aber ich denke, wir müssen uns vor keinem verstecken. Wir haben eine gute Mannschaft, haben einen guten Lauf. Wenn wir das so durchziehen von unseren Spielen, wie wir im Moment auftreten, dann glaube ich, dass wir die Spiele auch noch gewinnen können und bis zum Saisonende ungeschlagen bleiben. Das ist natürlich auch was Schönes. Glückwunsch zu diesem historischen Tag. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Eros, auch an dich die Frage, wie hast du diesen 1-0-Sieg heute Abend hier gegen Balingen, der heimischen Osafarm Arena, denn erlebt? Ich denke, es war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten, dass Balingen wahrscheinlich kompakt hinten drin stehen wird. Und ich fand, wir haben es in der ersten halben Stunde auch gut gemacht bis zum Tor. Haben uns gute Chancen rausgearbeitet, vielleicht die ein oder andere zu wenig genutzt. Dann nach deren Umstellung wurde es ein bisschen schwieriger für uns. Aber ich denke, zum Ende haben wir es dann trotzdem gut gemacht und auch hinten gut gestanden. Hinspiel war ein 1-1, da habt ihr den Gegentreffer noch per Standard kassiert. Das war ja auch zu einer Zeit, wo das so ein bisschen die Schwäche war. Diese Schwäche habt ihr eindeutig abgestellt und auch dieser Lauf von 9 Siegen jetzt in Folge ist beeindruckend, oder? Ja, ich denke, die letzten Spiele haben uns auch das nötige Selbstvertrauen gegeben, dass wir wissen, dass wir solche Spiele, wenn wir auch vorne sind, dass wir die auch gut zu Ende spielen können und auch ja, einfach da auch stabil genug sind, die Spiele bis zum Ende durchzuziehen. Wie ist so dein Verhältnis zu Lukas Kohle? Ja, ist ein ganz netter Kerl, mit dem man Spaß haben kann und ich freue mich natürlich, dass wir heute auch das Spiel für ihn gewonnen haben. Das war uns auch wichtig und haben wir auch geschafft zum Glück. Spaß haben wollt ihr dann auch nächste Woche im Saarland-Pokalfinale gegen Saarbrücken. Wie heiß bist du persönlich auf das Spiel? Ich bin auf jeden Fall heiß. Ich bin ja in den Genuss gekommen, letztes Jahr noch das Pokal-Endspiel gegen Homburg spielen zu dürfen. Und gegen Saarbrücken ist nochmal was Besonderes, denke ich. Ich war jetzt noch nie dabei, das ist das erste Mal, aber ich denke, wir wissen um die Brisanz, sage ich mal, und dass es auch ein schwieriges Spiel wird, aber so ein Endspiel hat immer seine eigenen Gesetze und ich denke, wir sind da guter Dinge. Wir sind auch heiß, vielen Dank. Danke.